neue Einsatzkräfte im Land. Übergabe der Zeugnisse im Ballhaus. Drei Jahre Studium oder 2,5 Jahre Ausbildung kamen letzten Freitag für über 160 junge Menschen zu einem Ende. Im Ballhaus in Aschersleben wurden in einer feierlichen Zeremonie die Urkunden zum Bestehen des Studiums oder der Ausbildung überreicht. Begleitet wurde die Veranstaltung mit Musik vom Polizeiorchester. Unter den Rednern, wie dem Rektor der Fachhochschule Polizei, Thorsten Führing, war auch die Ministerin für Inneres und Sport, Tamara Zieschang, vor Ort, um sich mit ihren Worten an die neuen Polizistinnen und Polizisten zu wenden. Und dieses Interesse am Job scheint in den kommenden Jahren nicht nachzulassen. Also erstmal freue ich mich, dass wir heute 162 jungen Menschen ihre Abschlussurkunden übergeben können. Die hatten entweder ein 2,5-jähriges Ausbildung absolviert oder ein 3-jähriges Studium, und dass sie jetzt sozusagen diese 2,5 bzw. 3 Jahre krönen mit eben erfolgreichen Prüfungen und heute der Übergabe der Urkunden, das freut mich sehr. Die fangen dann alle ab Montag in den unterschiedlichen Dienststellen im ganzen Land fangen sie an. Ich bin froh, dass wir stabile Bewerberzahlen haben bei der Fachhochschule der Polizei. Im Jahr 2022/23 sind wir sogar im Vergleich zum Vorjahr immer jeweils gewachsen mit Blick auf die Bewerberzahlen und konnten deswegen auch viele Anwärter einstellen. Also wir setzen unseren personellen Aufwuchs bei der Landespolizei wirklich kontinuierlich fort. Dazu gehört eben, dass wir junge Menschen finden, die sich für eine Ausbildung, für ein Studium begeistern. Da sind, wie gesagt, die Bewerberzahlen stabil. Aber jetzt ist eben auch sehr erfreulich, dass wir heute einfach auch welchen, die 2,5 Jahre Ausbildung bzw. 3 Jahre Studium hinter sich haben, dass wir denen heute ihre Urkunden übergeben konnten. Innerhalb ihrer Zeit an der Fachhochschule gab es zahlreiche Tests, die nicht alle Bewerber, welche noch zu Beginn in den Klassen waren, bestanden haben. Ein nötiges Mittel, um zu gewährleisten, dass im Berufsalltag alles nach Plan verläuft, denn dieser Job ist mit vielen unvorhersehbaren Situationen verbunden. Ich glaube, der Beruf der Polizistin, des Polizisten ist auch unter anderem deswegen so attraktiv, weil er sehr, sehr abwechslungsreich ist. Ich habe in der Landespolizei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mich auch später beruflich weiterzuentwickeln. Ich kann in ganz unterschiedliche Kriminalitätsbereiche, in ganz unterschiedliche Aufgabenfelder reinschauen. Und ich glaube, diese Möglichkeit, auch einfach einen abwechslungsreichen, langen Berufsalltag zu haben, ist, glaube ich, das eine, was schön ist. Dann merkt man auch, es ist die besondere Verantwortung, die man für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Land hat, die besondere Verantwortung, dass man Teil des Staates ist, den man ja mit seiner Uniform sehr sichtbar nach draußen repräsentiert. Und ich glaube, es ist die Mischung aus allem, dass man Vertreter des Staates ist, dass man eine sehr, sehr hohe Verantwortung für unser Land hat, aber auch, dass man einen abwechslungsreichen und spannenden Beruf ausüben kann. Nach der Übergabe an die verschiedenen Gruppen vorne vor der Bühne hallte die Nationalhymne durch die Halle. Und dann war es soweit. Gemeinsam wurden die Mützen in die Luft geworfen und die Absolventinnen und Absolventen nun offiziell in ihr Berufsleben übertragen.